Tja, hi Freunde, hier ist wieder euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, ihr wolltet ja ein bisschen Ark sehen, also zumindest bis Resident Evil rauskommt. Und das ist jetzt leider nicht mehr allzu lange. Denn wir haben nämlich... Oh, da vorne ist gleich... Oh, das sind gleich zwei Stück davon. Wie heißt die? Spinosaurus? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich war ja etwas krank, bin's eigentlich immer noch. Ihr hört's vielleicht noch, meine Nase ist enorm verstopft. Und ich muss so ein bisschen komisch reden wahrscheinlich. Oder es klingt wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber ich wollte euch natürlich den Gefallen machen und will ein bisschen vorproduzieren, dass wir wenigstens so, ja, 10, 20 Folgen von Ark zusammen bekommen. Und ja, bis eben Resident Evil kommt. Okay, Freunde, ich habe auch gesagt, ich will ein bisschen anfangen und will euch dieses ganze Anfangs-Anleveln und so ein bisschen ersparen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin hier schon Level 7. Habe allerdings gerade neu gestartet und scheinbar war ich tot. Aber ich habe jetzt auch nichts gebaut, hatte jetzt nur eine Hacke und so. Also diese ganze Standardausrüstung. Und ich hätte mir gesagt, wir gehen einfach mal gleich irgendwo los scheppern und uns auf jeden Fall erstmal wieder unser ganzes Gear zusammenbasteln. Wir waren ja heute auch im Stream und es kommt ja auch Forest wieder scheinbar ganz, ganz gut an. Das will ich ja auch noch bringen, aber ihr müsst mir ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit geben. Komm, ein Holz! Ein Holz! Ach komm schon, bitte! Ey, dieser verfluchte Baum, das liegt doch in dem Baum, oder? Ja! Okay. Heilige Scheiße, bin ich jetzt erschrocken. Okay. Ja, gehst du jetzt mal bitte weg? Das irritiert mich hier. Nicht, dass der hier gleich im Sturzflug kommt und mich gleich total alle macht. Okay, ich habe den Multiplikator, wie ihr seht, ein bisschen erhöht. Also sprich, dass ich mir vielleicht nicht ganz so schwer oder damit es nicht ganz so langwierig wird. Wurde mir auch der Tipp gegeben. Und hier haben wir auch zufälligerweise gleich ein paar Dodos. Freunde, die killen wir gleich. Ich will jetzt hier nur eben... Habe ich das noch? Ja, okay. Ich will mir jetzt hier nur kurz mal Gear zusammenbasteln. Und dann killen wir ein paar Dodos, damit wir auch ein bisschen Fleisch haben. Ihr seht schon, was ich unten im Inventar hatte. Das ist diese Spitzaxt. wie heißt denn? Spitzhacke, genau. Und die Axt und eine Fackel und ein Speer. Mehr hatte ich auch noch nicht. Da brauchen wir ein bisschen mehr, glaube ich. Und dann brauchen wir ein bisschen Dodo. Nicht weggehen. Ich brauche da noch Feuerstein. Okay, das soll ja schon reichen. Und dann noch die Fackel. Die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ja, sehr schön. Reicht es vielleicht auch noch für den Speer? Ich weiß nicht, was wir für den brauchen. Nee, dafür reicht es nicht mehr. Aber was brauchen wir denn dafür? Für den Speer? Holz und Fasern. Ups. Entschuldigung. Holz und Fasern. Dann nehmen wir aber die Hacke zum Abpacken. Ihr müsst auch wieder ein bisschen Geduld mit mir haben. Denn, wie gesagt, ist... Oh, fuck, bin ich jetzt erschrocken. Holy shit, was war denn das? Oh, du kleines Arschloch. Bleib hier. Du, was? Du buschiger Freund. Bleib hier. Du mieses Astloch. Was ist, läuft denn mit dem Verkehr? Mit dem Verkehr? Was ist denn das? Der hat Feuersteine gefressen. Stirb, stirb, stirb. Ah, nicht Leder, nicht Leder. Wir brauchen Fleisch. Ja, okay, zwei ist immerhin besser als gar keines. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir brauchen noch ein paar Fasern, ne? Moment. Hier ist doch schon wieder... Der killt meine Dodos! Bitte gib mir ein paar Fasern. Ach komm. Oh, au! Du wurdest ausgeraubt, vor wem? Du mieses Astloch, ich wurde... Der hat das nicht gefressen, der hat mir nur die Dinger geklaut, glaube ich. Wie kann denn der mich ausrauben? Dodo, ich rette dich, geh weg. Der klaut mir echtes Fleisch aus meinem Inventar. Das hole ich mir natürlich gleich wieder zurück. So eine miese Kanalratte. Jetzt gibt es hier auch schon Dinos, die mich ausrauben können. Level 25. Hättest du dich mit dem jemand anders anlegen sollen? Okay, das gibt mehr als genug Fleisch. Und Dodo, bei dir alles cool? Weil du wirst nämlich als nächstes dran glauben müssen, ne? Reicht jetzt schon für den Speer? Nein. Okay, wir brauchen wahrscheinlich immer noch Fasern. Hier ein bisschen... Was war jetzt das schon wieder? Ach, das sind vom Busch, was hier die Dinger rumfliegen, ne? Komm schon. Einmal die vier? Nein, ja, sag mal, was fehlt uns denn jetzt noch?
Immer noch Phasen. Ja, okay, aber das soll ja reichen. So, jetzt ist bloß die Frage, was bauen wir denn als nächstes? Oder ist es hier sinnvoll zu bauen, wobei es hier ja mega nice aussieht. Also es sieht ja unglaublich cool aus. Ist es hier drüben nicht die Eiswelt? Also auf jeden Fall mega nice hier. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ein guter Spot ist zum Bauen. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Bis jetzt keine große Bedrohung, außer dass wir ausgeraubt worden sind. Zweimal. Aber ansonsten bis jetzt keine gefährlichen Dinos hier, außer die Dildos. Oder Dido, oder wie es hier heißt. Ne? Ja, nicht, dass ich hier wieder beschwert wird im Chat, dass ich das falsch ausspreche. Was ist denn das hier? Ist der gefährlich? Nee, scheinbar nicht. Okay, was machen wir denn? Machen wir hier eine Base hin? Oder zumindest den Anfang davon. Jetzt hat sich hier mein Kabel verheddert. Ach, hier hinten ist schon wieder so ein Spinosaurus. Den wird man wahrscheinlich nicht auf die Schnelle tot bekommen. Und ich könnte mir sogar vorstellen... Wow! Au! Ich wurde schon wieder ausgeraubt von beiden! Ihr Mies... Oh mein Gott. Bleib hier. Das gibt's ja nicht. Die springen einen an und rauben einen tatsächlich aus. Bleib hier! Das gibt es ja nicht. Ich weiß jetzt gar nicht... Jetzt liegt er unter dem Stein! Ich klopfe jetzt den ganzen verdammten Stein weg, wenn es sein muss. Nur um dieses verdammte Ding zu eliminieren. Oder ist es ja schon eliminiert. Aber ich will mein Loot wieder haben. Oder kann ich so drauf zugreifen? Ja, wir können den Körper sogar ziehen. Komm her! Oh oh. Wo ist er denn? Habe ich ihn weiter drunter geschoben? Ist mir egal, da muss jetzt der Berg dran, glaubt man. Ich bin's gewohnt von... Oh nein! Ach, scheiße. Okay, da wollen wir mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Aber wo ist dieser Spinosaurus? Ist der defekt? Hier waren ein paar Trikes. Oh ne, der ist hier drüben. Ey, du musst ja vor allen Dingen in Acht gehen. Der hier macht mir am meisten Angst. Ach du Scheiße, ich fange lieber gleich mal das Rennen an. Ich weiß halt auch nicht, wie schnell das der ist. Okay, er hat, aber, er hat uns nicht getriggert. Hoffe ich zumindest. Wir bräuchten schnell ein Steinchen. Und wahrscheinlich wieder Holz oder Fasern. Ne, Stroh brauchen wir. Geht es mit der Hacke vielleicht schneller? Ach, komm schon. Ja, doch, funktioniert doch. Sehr schön. Also der könnte hier wirklich problematisch werden. Ich weiß jetzt nicht, ist er sehr schnell? Im Notfall, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, sich mit einer Steinschleuder gegen ihn anzulegen. Ne? Aber ich glaube, da braucht man schon andere Geschütze. Wir haben doch sogar schon die gelernt. Wollen wir mal schauen, ob wir die... Ja, wir haben die tatsächlich schon gelernt. Und wie stellen wir die her? Fasern, 20 Stück. Ist es clever, gegen den zu kämpfen? Mit einer Steinschleuder? Also ich gehe mal schwer davon aus, nicht. Jeder wird mir jetzt wahrscheinlich davon abraten, aber ihr kennt mich. Ich werde es trotzdem probieren. Ey, und diese Fasern, die sind ja wirklich... Sind die so selten geworden? Okay, das soll der Bereich, ja? Machen wir gleich die Steinschleuder. Und legen die gleich auf die 5, oder? Achso, scheiße, wir brauchen ja auch noch Steine. Ja, wir haben sogar ein paar. Aber ich glaube nicht, dass das für diesen Saurier reicht. Ja, wobei, der chillt hier gerade so ein bisschen im Wasser. Achso, ich... Ja, das finde ich jetzt immer ein bisschen blöd, dass man nicht die Sachen aufheben kann, wenn man eine Steinschleuder oder sowas in der Hand hat. Das geht halt nur... Moment, wo ist der jetzt hin? Ah, der ist hier hinten, ne? Ja, und diese ganzen verdammten Muscheln. Ich sollte ja schon fast... ich finde es einfach so unglaublich schön. Jetzt habe ich mir eine neue Grafikkarte gekauft. Dass ich endlich mal auf Maximum Detail spielen kann. Jetzt habe ich das Problem, aber dass mir hier dieses... diese Muscheln und so am Boden stehen. Jetzt könnte ich zwar ausstellen, aber dann ist halt die Grafik nicht mehr so schön und so detailliert, finde ich. Deswegen, jetzt lassen wir es erstmal an. Und falls es mich dann doch zu heftig stört, dann können wir es ja immer noch ändern. Aber mit der Steinschleuder kann man, glaube ich, schon viel... Schaden eventuell anrichten, ne? Also zumindest ein Trike soll der
kein Problem sein, denke ich mal. Wenn man es clever anstellt. Hey! Nicht, dass ich hier gleich wieder ausgeraubt werde. Aber wir dürfen auch nicht zu viele Steine tragen, merke ich schon, weil sonst ist unser Inventar gleich voll. Aber das sieht ja cool aus hier hinten, ne? Wollen wir da mal hin? Jetzt, ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir hier rüber schaffen. Sind hier irgendwelche gefährlichen Fische drin? Ich weiß, hier drüben ist ein Spinosaurus. Wer macht's nicht gerade einfacher? Wenn wir vielleicht auf den Stein hier springen, dann so ein bisschen rüberspringen. Dann haben wir vielleicht nicht mehr ganz so weit zu schwimmen. Aber wo ist der denn jetzt hin? Ich habe den gerade noch gesehen. Oh, fuck, was ist... Ah, scheiße, wir haben Hunger. Wir bauen uns hier mal kurz ein Lagerfeuer hin. Reicht's noch für ein Lagerfeuer? Ja. Sehr schön. Okay, leveln können wir auch schon wieder gleich. Sollte eigentlich nach dem Lagerfeuer, denke ich mal, der Fall sein. Ah, sehr schön. Okay, dann machen wir mal Ausdauer. Ja, das schauen wir danach nochmal. So, Inventar. Moment, ja, du kriegst gleich was zu essen. Wir haben sogar schon Metall. Ja, wo ist denn unser Lager? Ach, das haben wir schon im Inventar. Dann bauen wir das hier hin. Hauen hier ein bisschen Holzstämme rein. Ein bisschen Fleisch. Und zünden das Ganze mal an. Alles gut, Buddy. Alles gut. Ja, ich sehe den aber immer nicht. Der war doch jetzt hier noch in der Nähe. Ja, ich habe halt bloß keinen Bock, wenn ich jetzt wieder reinspringe, dass wieder mein ganzes Gear weg ist, weil das wäre nämlich heute das 8. Mal, glaube ich, wo ich dann anfange. Und das eben wollte ich euch ersparen. Ja, ist gut, ist gut. Du bekommst ja dein Essen. So, alles. Oh, der ist hier hinten, ne? Aber vielleicht wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, rüberzukommen. Als haben wir hier das ganze Fleisch noch drin. Holzkohle, die brauchen wir, glaube ich, im Moment noch gar nicht. Meint ihr, wir schaffen es doch mal rüber? Also, wenn wir hier rüber schwimmen? Ja, wobei, wir werden, denke ich mal, nicht mehr nach Brüken kommen. Ne, da warten wir jetzt auf jeden Fall, bis das fertig ist. Dann gehen wir vielleicht noch in der Zeit uns ein bisschen aktiv betätigen. Mit irgendwelchen Holzstämmchen sammeln, die wir vielleicht dann auf der anderen Seite brauchen können. Wenn wir schon ein bisschen Wartezeit haben, dann wollen wir die auch vernünftig nutzen, ne? Wir müssen bloß aufs Gewicht auch ein bisschen aufpassen. Dann nehmen wir das hier und holen uns auch ein bisschen Stroh. Also, es war vorhin so viel Leben hier und er hat hier alles ausgeräuchert. Ich habe hier schon Paranoia. Fällt mir mal ein. Es gibt aber auch so unglaublich viele neue Dinos. Also diese Dinos, die hier klauen, das habe ich ja gar nicht gekannt. Es gibt ja auch eine Krankheit. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mod war von dem Surfer, wo wir im Stream gespielt haben. Oder ob das tatsächlich dann eine Krankheit ist. Also sprich, dass ihr es euch sogar anstecken könnt. Sehr nervig, aber trotzdem eigentlich sehr coole Idee, möchte ich sagen. Ne? Okay, packen wir mal das Fleisch hier rein. Ja, wie viel Hunger haben wir denn? Wir haben null Nahrung, komm schon! Dann machen wir jetzt einmal komplett voll. Und nochmal, komm schon. Ach du Scheiße, das braucht aber viel Nahrung. Diese miesen Fliegviecher. Verdorbenes Fleisch, das brauchen wir aber auch, glaube ich. Die Kohle packen wir auch mit ein. Das brauchen wir für Narkopfeile, glaube ich. Hör, gehst du? Oh mein Gott! Du, jedes Mal das Gleiche. Also hier bei Ark, sobald man zwei Wochen nicht gespielt hat, ist immer was Neues dabei. Und dann wisst ihr mal gar nicht, was da los ist. Nicht, dass der mich hier packt und mich mitschleift. Geh weg! Au! Bin ich ins Feuer gelaufen? Okay, komm, das eine kriegen wir auch noch zusammen. Komm schon! Oh, hier hat man gleich einen kurzen Lag. Okay. Das Holz nehmen wir aber auch mit. Dann soll das Feuer hier ausbrennen. Wir probieren es einfach. Hier rüber zu kommen. Irgendwie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es funktioniert. Aber wir testen es einfach. Ach du Kacke, ist das hier drüben Raptor? Ah, warum fühlt es sich immer so unangenehm an, wenn ich über Wasser schwimme? Oder im Wasser schwimme? Weil ich immer nicht weiß, was da drunter ist.
Und ich immer nicht weiß, was gut und was böse ist. Aber wir sind safe. Wir sind safe. Okay, und hier haben wir schon die ganzen Ruinen. Wobei mich diese hier hinten schon ziemlich flasht. Weil die wirklich sehr, sehr groß ist. Und hier mit diesem Tunnel oder mit diesem, ja, Stein-Tor oder nenne ich es mal, sieht hier wirklich nice aus. Ja, aber schade, dass man halt hier nichts entdecken kann. Also zumindest keine speziellen Kisten oder sowas. Also das wäre jetzt natürlich noch richtig cool. Nein. Leute, was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Aber hier wären wir nicht vorbeigekommen, oder? Jetzt muss ich natürlich wieder hier rüber. Ist hier irgendwas drin? Oh, das ist schon ein bisschen tiefer, das Wasser. Ja, und ich will die Ausdauer vielleicht kurz aufladen, bevor wir hier rüber gehen. Oder bleiben wir erstmal hier? Ich weiß ja nicht, was es hier sonst noch so zu entdecken gibt oder was man hier machen kann. Oder wo ein guter Spot zumindest ist zum Bauen. Aber hier sieht zumindest noch alles relativ friedlich aus. Die grünen Lichter, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaube, ab Level 15 kann es sein. Oh, hier haben auch was. Oh, oh. Oh, hier sind aber eine ganze Menge von den Ruinen. Ey, Kollege, lass mich bloß in Ruhe. Oh, fuck, was... Oh, Scheiße! Was in aller Welt war das? Hat mich der geprügelt? Nein, das ist eine... Oh! Ich glaube, das ist ein Korno. Oder Kano, oder wie dieses Ding heißt. Ach, du Scheiße! Ja. Und ich glaube, dass er diesen Langhals hier packen wird, oder? Oder vielleicht auch nicht? Wenn er ihn prügelt, dann gehe ich ihn natürlich gleich total looten. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Prime-Meat. Aber falls er es nicht schaffen soll, dann haben wir jetzt hier vielleicht die Arschkarte, weil dann wird er ziemlich schnell sein. Au! Au! Scheiße, was war? What? Ich habe mich selbst getötet? Wie habe ich mich denn selbst getötet? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich war hier nur dort gestanden und habe was gegessen, ne? Okay, faszinierend, faszinierend, faszinierend. Und das meine ich mit dem Schwellstart. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schiefgelaufen ist, aber ich werde es mir definitiv im Schnitt nochmal anschauen und dann keine Ahnung, was passiert ist. Also wie gesagt, ich bin mir gerade keiner Schuld bewusst. Wir spawnen aber wieder in Jungle mit. Ich glaube, das ist so ziemlich mit der beste... Ja, wobei... Hier South, ich glaube, das macht nicht viel Unterschied, oder? Nee, ich glaube, mit ist gar nicht so schlecht. Okay, wir spawnen hier nochmal.